Ja, herzlich willkommen zu Beyond Perception, liebe Mitmenschen. Auch heute geht es natürlich wieder darum, unsere Realität zu entdecken, insbesondere unsere Geschichte. Ich bin der Simon und darf heute Hans-Joachim Zilmer als Gesprächspartner begrüßen. Ja, Herr Zilmer, Sie sind ursprünglich Diplom-Ingenieur, aber seit ja, 25 Jahren, haben Sie gesagt, Forscher und Autor einer Vielzahl von Bestsellerbüchern, die sich der Aufklärung auch über unsere Geschichte widmen, wie zum Beispiel Irrtümer der Erdgeschichte, der Energieirrtum, Darwins Irrtum, die Evolutionslüge oder auch Kolumbus kam als letzter. Ja, also ich freue mich sehr auf unser Gespräch. Also herzlich willkommen. Ja, herzlichen Dank für die Einladung, Herr Renning. Wirklich Ja, viel Spaß ich bin sehr noch. gespannt. Ja, in Ihren Büchern geht es ja auch immer wieder um, sagen wir, eine alternative Sicht auf unsere Geschichte, die möglicherweise eben ganz anders ist, wie wir das so allgemein hin glauben. Und in dem Zusammenhang beschäftigen natürlich immer, so, sag ich mal, zwei grundlegende Fragen. Ja? Also, wie ist die wahre Geschichte? Ja? Und die andere Entschuldigung. ist natürlich, oder? Warum kennen wir die nicht? Ja, also, Ja, wenn es ja. eine andere gibt, warum kennen wir sie nicht? Oder wurde sie gefälscht? Wurde sie bewusst gefälscht? Und wenn ja, von wem und aus welchem Grund und wie natürlich? Oder? Das sind so die grundsätzlichen Fragen, sage ich mal. Und ja, wir wollen uns ja, glaube ich, dem Thema heute so ein bisschen nähern, nicht? Also ja, insbesondere auch die Rolle der Papstkirche in Bezug auf Fälschung und ja, gerade auch ihre Erkenntnisse und Recherchen in diesem Zusammenhang. Also ich bin sehr gespannt, ja, und freue mich auf das Gespräch. Ja. Ich freue mich auch. Ja, Sie haben recht. Ich habe auch gerade in diesem Bereich, bis vor 25, 20, 25 Jahren an das normale, sagen wir mal, Weltbild oder Geschichtsbild geglaubt. Aber mit meinen Reisen überall international auch sind überall Erkenntnisse gekommen, die eigentlich zu dieser Geschichte, wie wir sie kennen, eigentlich gar nicht passen. Und wie Sie vielleicht sagen, ist das vielleicht die unsere Vergangenheit ein ganz klein bisschen anders abgelaufen, als man so in der Schule oder in Geschichtsbüchern vielleicht wirklich lesen kann. Obwohl immer mehr kritische Stimmen in letzter Zeit kommen, im Grunde in dieser Richtung, muss man sagen. Ne? So war ich mal früher in der Schule. Da hat mir unser Lehrer erzählt im Geschichtsunterricht, dass die Indogermanen überall waren, bis in den Iran rein, bis in Marokko, Afrika, noch weiter vielleicht darüber hinaus. Da liest man heute sehr wenig von, da muss man schon gucken Das im haben Sie Internet noch in der vielleicht. Schule gelernt? Ja. Oh wow, ja, okay. Ja, schon ein bisschen älter als ich damals, hat man Ja, uns das ja, gesagt, die Indogermanen. Und da hat man dann nachher, aber auch später, so gut wie nichts mehr von gehört. Ne? Nachher gab es nur noch Römer und Griechen vor allen Dingen und vielleicht kennt man noch Kelten und Germanen. Und Goten hat man auch mal gehört, aber. Im Grunde, was da überhaupt abgelaufen sein könnte, das ist eine Frage. Denn allein die Frage ist, wieso wandern irgendwelche indogermanischen Völker von vielleicht von Skandinavien, auch von Mitteleuropa aus oder auch vom Schwarzen Meer aus in ferne Gebiete wie, ich sage mal, nach Pakistan, Indien und so weiter und so fort. Das sind Fragen. Und die werden eigentlich nur am Rande gestellt. Da muss man dabei sagen, dass die Völker früher, die Völkerwanderungen, das sind verschiedene Strömungen, sagen wir mal, und die wurden dann früher durch Naturkatastrophen, wie ich gleich vielleicht erläutern darf, aus ihrer Heimat vertrieben. Ansonsten, weswegen sollen die ganzen Völker irgendwo anders hinwandern. Wenn man zufrieden ist, vielleicht auch mit der Temperatur, mit allem drum und dran, wandert man eigentlich gar nicht aus. Und alles nur immer zu beherrschen, das ist, glaube ich, oder zu erobern, das ist vielleicht der falsche Gesichtspunkt. Und die indogermanische Sprachfamilie, die ist so umfassend, dazu gehören alle germanischen, slawischen, baltischen, keltischen, italienischen Sprachen sowie albanisch und griechisch. Das war ein internationales, ich sag mal, Substrat von Völkern. Also es gibt kein einheitliches Volk natürlich, aber es waren alle Sprachen praktisch eine germanische Sprache. Darf man heute manchmal schon gar nicht mehr sagen, germanisch, aber Sprachen eine einheitliche Sprache.
ob man die germanisch bezeichnet oder ich sage jetzt mal auch gerne Kettogermanisch, also das waren so eine Mistsprachen, wobei diese zum Teil schon Griechisch konnten. Gucken wir mal, warum die Gegenden verlassen haben vielleicht. Und zwar ist so, dass in der Vergangenheit große Naturkatastrophen gegeben hat, die Völker vertrieben haben. Zum Beispiel, ich habe in einem anderen Buch dokumentiert, irgendwie, dass der Persische Golf, das Rote Meer, gibt es unterschiedliche Überzeugungen. Vor 5000 Jahren, also vor Christus, sagen wir, vor 7000 Jahren, irgendwo 8000, 9000 Jahren, war der Meeresspiegel 120 Meter tiefer als heute. Das heißt, der Persische Golf, sind ja auf internationalen Konferenzen auch bestätigt worden, das heißt, der Persische Golf war zu dieser Zeit noch nicht vorhanden, sondern ein Urstromtal. Genauso das Rote Meer. Die haben nur Zuflüsse vorne, am Eingang sozusagen, am Zufluss von 120 Metern oder so. Wenn sie also den Meeresspiegel entsprechend absenken, dann trocknen diese ganz schnell, diese jetzt fallenden Meere ganz schnell aus. Es ist dokumentiert, zum Beispiel in dem Buch Klimafakten der Geophysiker von Hannover, dass nach der angeblichen Eiszeit in den letzten paar tausend Jahren, der Meeresspiegel auch in unserem Bereich, also im Bereich der Nordsee, gestiegen ist. Man hat also mit Forschungsschiffen gefunden, dass megalithische Bauten am Grunde der Nordsee sind. Die ist ja nur 50 Meter tief. Und es dokumentiert, dass langsam die Überflutung kam. Und diese Megalithiker, wer auch immer die Megalithiker waren, das weiß auch keiner. Man weiß nur, dass sie große Steinblöcke oder so irgendwo aufgerichtet oder aufgeschichtet haben zu Bauten, Menhirer oder ich weiß nicht, oder Steinkreise, aber man weiß gar nicht, wer dieses Volk überhaupt gewesen ist. So, und die haben vielleicht vor 6500 Jahren gelebt und da war noch die Nordsee zum großen Teil trocken. Die friesischen Inseln, die wir heute kennen, sind relativ jung. Die sind vielleicht, ich weiß nicht, gut 1000 Jahre alt, wenn überhaupt irgendwo. Und vorher hat das die ganze Landschaft ganz anders ausgesehen, das muss man dabei bedenken. Also die Nordsee wurde geflutet und gleichzeitig kam vor 2500 Jahren ein Kälteeinbruch, so ähnlich wie Ende der letzten Eiszeit, Ende des 19. Jahrhunderts. Und alles zusammen kommt vielleicht dann dazu, dass die Völker aus ihren Urheimatgebieten sozusagen vertrieben werden. Sowas steckt praktisch dahinter. Und die Heimat der Indogermanen soll denn eigentlich so das Schwarze Meer sein, nördlich des Schwarzen Meeres. Da muss man eins bedenken, da gab es auch eine Riesenkatastrophe. Pitman und Ryan haben ja im Buch, also Geophysiker, die Sintflut gab es doch, festgestellt, dass das Mittelmeer einmal eine Wüste war, allerdings vor 5 Millionen Jahren. Das Schwarze Meer war kein Salzwasser, sondern ein Süßwasserbecken. Und laut den Geologen vor, ich glaube, 7000 Jahren vor Christus wurde das erstmal geflutet. Und dann kam, weil das Mittelmeer anstieg, dann wurden die Dardanellen, also schoss das Wasser denn in das Mittelmeer, in das Schwarze Meer. Und das, der Meeresspiegel war damals dort 120 Meter tiefer, archäologisch bewiesen. Und die Völker wurden dann langsam wieder vertrieben und haben sich praktisch bis nach Indien und überall wieder ausgebreitet. Zu dieser Zeit, das schreibt Pitman Ryan, ist nicht meine Erfindung oder so, war rund um Mittelmeer war Trockenheit. Die ganzen Völker haben ihre Behausungen und ihre Städte verlassen, weil es nichts mehr zu trinken gab. Und sind zum Schwarzen Meer gezogen, das letzte große Süßwasserreservoir zu dieser Zeit. Es ist auch dokumentiert. Durch Bohrungen im Boden und so weiter. Und deswegen, wenn man mal rund um das Mittelmeer die alten Bauten sieht, dann ist das so, dass immer bei diesen älteren Bauten, also antiken Bauten, die besten Schichten ganz unten sind. Da sind fugenlose Steinreihen, unglaublich präzise gearbeitet. Ich bin Bauingenieur und deswegen ist mir das auch so direkt aufgefallen. Darüber kommt eine Schicht, die ist ein bisschen primitiver und darüber meistens kommt eine schuttige Schicht, wo man nachher die ganzen Ruinen, Teile praktisch aufgeschichtet hat. So ist es zum Beispiel in Baalbek, dem antiken Ort im Libanon. Wenn wir da gucken, sind die manchmal lieblos nur aus alten Mauern aufeinander, übereinander geschichtet sozusagen. Das sehen Sie rund ums Mittelmeer.
Und irgendwann kam das Wasser wieder und sie wurden vertrieben, weil das Salzwasser ins Schwarze Meer kam und es gab wieder Wasser überall, dann sind die Völker wieder irgendwo auseinandergewürfelt. Das ist meines Erachtens der Grund, diese Geschichten sind der Grund für diese innereuropäischen Völker oder Germanen, wie man früher sagte, die wurden dann über vielleicht sogar weltweit verteilt. Das steckt hinter diesen ganzen Völkerwanderungen, denn aus Lust und Laune sind die nicht einfach, ich weiß nicht, tausende von Kilometern irgendwo hingewandert. Und dann gab es zum Beispiel, was mich immer in der Schule schon stutzig gemacht, die Goten. Die Goten haben also praktisch so bis kurz vor der Zeitenwende, also über 2000 Jahren, gelebt, sind 500 nach Christus, also vor 1500 Jahren, die Ostgoten und dann die Westgoten vor 1300 Jahren vernichtet worden, also angeblich von den Römern. Wie auch immer, aber in der Schule haben wir schon eine Karte gehabt, die hat mich immer gewundert, da waren die Goten rund ums Mittelmeer. Über Spanien, Libyen. Das gab es noch bei Ihnen in der Schule. Ja, das habe ich noch früher, da habe ich noch ganz genau im Kopf. Und mich hat immer gewundert, weil dieses Reich war ja eigentlich das sogenannte römische Reich. Wieso? Wieso die Frage? Also ich habe es als römisches Reich kennengelernt, ja. und dieses sieht man auch, wenn man jetzt auch, braucht man nur bei Wikipedia oder irgendwo eine Karte aufgeschlagen, dann sieht man diese Gotenverteilung rund, und die Goten waren auch ein indogermanisches Volk nördlich des Schwarzen Meeres, die kamen auch daher und haben sich nachher dann verteilt. So sollen dann, und wie gesagt, das ist eigentlich identisch sozusagen mehr oder minder mit der Verteilung wie das nachher das Römische Reich. Dann fragt man sich schon, zum Beispiel, wer hat denn überhaupt was übernommen? Und danach kamen dann auch die Etrusker zum Beispiel, die in Norditalien, meines Erachtens, sie sehen, haben eine Kultur ein bisschen wie die Urrömer. Die sind auch noch als Seevolk oben vertrieben worden, wird auch geschrieben bei vielen Leuten. Und es gab ja die Schlacht in Ägypten irgendwann. Und auf Bildern sieht man, wie diese Wagentrecks dann gekommen sind mit Kind und Kegel. Und dann haben die Ägypter die geschlagen und angeblich sind die Etrusker dann von da aus nach Italien hochgezogen und gewandert. Komischerweise gibt es dann auch noch die Vandalen, die haben auch in demselben Bereichen wie die Goten quasi dasselbe Reich gehabt, von der Umfassung her, von den Gebieten her. Und ich habe immer ein Problem damit, dass wenn da schon Völker sind, auch rund ums Mittelmeer in denselben Gebieten mit einmal anderen Namen bekommen. Ich weiß immer nicht, ob das alles so ganz richtig ist. Man grenzt das immer so ab, dass in den letzten Jahren aber in die Kritik gekommen, weil man spricht heute eher von Völkergemischen und nicht mehr so, dass einer unter einem König irgendwo hinzog und sagt, wir machen hier einen neuen Staat auf oder so, irgendwo in einem Gebiet. Sehen Sie mal, Kulturen werden oft nur nach Oberflächlichkeiten benannt. Wie ich sagte, Megalithiker. Megalithiker haben mit großen Steinen gearbeitet. Mehr weiß man von denen eigentlich gar nicht. Und ähnlich ist es vielleicht mit den Schnurbandkeramikern. Wir machen die Schnurbandkeramiker. Ein Volk daraus, weil man einmal Mode war, irgendwelche Schnurbandkeramik herzustellen. Ja, das könnte aber dasselbe Volk sein, was vorher vielleicht andere Formen gemacht hat und nachher andere Formen, weil die Mode sich einfach gewandelt hat. Mein Beispiel ist vielleicht Zweiter Weltkrieg. Gucken Sie mal, Zweiter Weltkrieg, vor dem Zweiten Weltkrieg, nach dem Zweiten Weltkrieg. Das sind zwei verschiedene Völker. Die Deutschen sind immer noch Deutsche, früher und heute. Kultur, alles, was man sich denken kann, hat sich geändert. Und zwar vollkommen. Ne? Auch die Bauten oder so. Wir haben früher anders gebaut wie nach dem Krieg. Und denn im Nahen Krieg gibt es auch mehrere Phasen, wie man gebaut hat. Also ich weiß nicht, die Häuser vom Ansehen sind in den 60er Jahren gebaut und die vielleicht in den 70er Jahren, weiß man. Aber hier ist kein anderes Volk gekommen. Und wir können unsere Kultur nicht mehr mit der vor 50 Jahren vergleichen. Da sind ganz andere Sachen gebräuchlich, egal in welcher Hinsicht. Und deswegen denke ich, dass da mehr
Kontinuität in diesen Völkern war, als man glaubt, wenn die einmal irgendwo den Sesslack waren. Nur mal so als Beispiel. Und deswegen glaube ich, dass viele Sachen nicht so ganz richtig dargestellt werden. Und wenn man dann zum Beispiel sieht, die Dora, indogermanische, die sprachen schon als indogermanische Familie Griechisch und sind dann nach Griechenland praktisch runtergezogen bis in den Peloponnes. Und dann haben die sich erweitert, also sollen sich erweitert haben nach Italien. Und zwar nach das sogenannte Großgriechenland wurde damals schon gegründet. Und zwar ist das Sizilien und Süditalien, Unteritalien, also alles ab Neapel südwärts. Das ist schon immer auch auf griechischen Münzen immer ein einziges Gebiet gewesen unter griechischer Herrschaft. Und das schon seit langer Zeit. Dazwischen sollen dann mal quasi die Römer gekommen sein. Aber wie gesagt, die Goten, also die Doren und so, die hatten auch schon die Runenschrift, die die Germanen oder von mir aus auch Nordgermanen, angeblich Nordgermanen gehabt haben. Und deswegen ist schon, auch was mich früher gewundert hat, schon mal, wenn man das alles so sieht, dass es ein Substrat ist, dann habe ich viel übersetzt mit einem althochdeutschen Wörterbuch. Und mit diesem althochdeutschen Wörterbuch zum Beispiel, da stehen auch griechische Bezeichnungen hinter. Und wenn man jetzt sieht, dass das indogermanische Familie schon beides, also das auch sprach, dann weiß man, dass das aus derselben Quelle im Grunde kommt. Also Althochdeutsch Wörterbuch stehen griechische Sachen daneben. Ne? Und das als Erklärung. Würden Sie sagen, dass beide eine gemeinsame Quelle haben oder dass vielleicht sogar das Althochdeutsch die Quelle von... Nee, Althochdeutsch nicht. Althochdeutsch ist nicht ganz so genau. Da gibt es die Fachleute unterscheiden mit Altgermanisch und so. Also es gab eine Vorhersprache und dieses Althochdeutsche ist eigentlich nur wenn ich Entwicklung sage, meine ich das gar nicht so, aber eine Sprache, die da oben später gekommen ist, sage ich jetzt mal so. Also ne? Aber die das noch alles mit dem Griechischen sozusagen verwandt ist. Ne? Und es gibt auch deswegen auch die Etrusker und die Altgriechen, die hatten ähnliche Alphabete und auch mit fast identischen Buchstaben. Und die haben früher keine Vokale gehabt. Ne? Die haben ja nur früher Konsonanten geschrieben, ob Wikinger nachher oder Norden, die haben keine Vokale gehabt. Und wenn man das alles so sieht, dann fragt man sich, was sind denn überhaupt die Altgriechen, ne? Wenn die irgendwo von außerhalb gekommen sind. Und der antike griechische Geschichtsschreiber Strabo schrieb, dass die Griechen aus Indogermanen, Skythen, also Goten und so weiter bestehen. Also das ist auch ein Substrat, eine Mischung aus vielleicht verschiedenen Völkern. Ne? Wenn man denkt, dass auch Kelten eigentlich die Galater nachher aus Mitteleuropa stammen eigentlich und dann da eingewandert sind, dann ist das alles eigentlich schon... sind das kuriose, eigentlich kuriose Geschichten, was alles so in der Zeit abgelaufen ist. Ja, wie ich schon sagte, der Klimawandel mit dem, man sagt, postglazialer Klimasturz vor 2500 Jahren, der hat dann also, wie gesagt, zu diesen ganzen Umleitungen sozusagen oder Auszug der Völker aus ihren Stammgebieten quasi geführt. Ja, denn so ist zum Beispiel auch, überlege ich gerade, die Perser zum Beispiel, da waren drei Ackerbautreibende sozusagen Völker und eine davon wird heute auch den Kelten zugeschrieben. Das heißt, die sind weit, sozusagen weit herumgekommen. So, und dann gab es zu dieser Zeit, das waren keine primitive Völker, gab es zum Beispiel schon sogenannte Signaltürme. Wenn man heute aufmerksam an den Küsten, zum Beispiel mit dem Schiff lang fährt, sieht man überall rund ums Mittelmeer Signaltürme. Das sind also alles Türme, die ohne Türen unten sind, sondern da wurden die Leute von unten hochgezogen, damit man den Turm nicht so schnell erobern konnte. Die haben
nachdem ich das geschrieben hatte, viele Leute sind in Kirchen gegangen und haben dann mal geguckt nach diesen Türmen, weil die Kirchen, die heute da sind, die alten, also ich rede jetzt nicht von den letzten 300 Jahren, sondern wirklich alte Kirchen, die stehen auf den alten Kultplätzen der Kelten. Und dort standen früher Signaltürme. Die hatten unten keine Tür, die wurden also die Leute hochgehievt und auf den Turm mit der sogenannten alten Ockham-Schrift, das konnte man morsen, das ist auch bewiesen für Irland und so weiter, mit Glaskugeln, hat man, die Türme standen in gewissen Abständen, hat man darüber Nachrichten quasi gesendet. Und das nur kurz nebenbei erwähnt, diese Türme stehen oft bei den Kirchen, den alten Kirchen, Schiffen. Und wenn man da genau hinguckt, sind die Kirchenschiffe bei diesen alten Kirchen an diese Türme angebaut. Oft sind nachträglich unten Türen eingebrochen worden. Manchmal ist das Ding auch verputzt, aber es gibt viele Türme in Deutschland, die sind noch nicht verputzt. Da sieht man, dass die Türen nachträglich reingebrochen wurden. Und da hat man diese Kirchenschiffe praktisch an diese Türme angebaut. Das ist praktisch in ganz Deutschland nachweisbar und nachvollziehbar, wenn man wirklich zu alten Kirchen geht. Ich habe das oft in Deutschland gemacht, auch in Niederbayern und so. Das ist eine ganz interessante Geschichte. Und wenn man einmal dafür ein Augenmerk hat, dann wird man sehen, also dass... Sie sind der Bauingenieur. Ja, ja. Ah, interessant, ja. Aha. Also mit den ganzen Völkerwanderungen und so weiter, das ist, vielleicht muss man ein bisschen anders sehen, dass das gar nicht so ein Extrem war, sondern vielleicht auch nur einmal und sich die sesshaften Völker, wie ich schon sagte, praktisch sozusagen ein bisschen umgewandelt haben. Und denn wir werden gleich dazu noch kommen, wie überhaupt Geschichte überhaupt gemacht wurde. War das eigentlich ein Volk in dem Sinne, ein großer Kulturraum? Also der, ja, aber ein Substrat, ne? Also waren schon Mischvölker, waren schon irgendwie, ich meine, die Niedersachsen früher, wie auch immer, die Angelsachsen waren was anderes als die Bayern hier unten, das ist schon immer so gewesen. Aber wenn man zum Beispiel sieht, dass irisch-schottische Mönche, da komme ich vielleicht noch drauf, irische Mönche in ganz Europa, ich habe ein Buch von 1800, ich weiß nicht, 53 oder so, irgendwo in der Größenordnung. Da wird dokumentiert, dass damals die keltischen Priester auch bis vor gar nicht so langer Zeit von Irland und Schottland aus bis nach Moskau gepredigt haben und alle Leute haben die Leute damals verstanden. Das ist auch eine Sache, die so gut wie nicht bekannt ist. Und wir sagen ja immer, wir haben eine hochdeutsche Sprache. Ja, wir haben eine hochdeutsche Sprache. Und dann sagen die Leute immer, ja, das hat sich entwickelt. Dann behaupte ich mal, das ist genau das Gegenteil. Also wenn wir eine Sprache haben und wir haben so ein Völkergemisch, wie wir eben gesagt haben, dann entwickelt sich unterschiedliche Ausdrucksweise in bestimmten Gebieten, aus irgendwelchen Gründen aber auch. Es entwickelt sich niemals eine einheitliche Sprache daraus. Wie soll das funktionieren? Das ist technisch nicht möglich, sage ich jetzt mal so. Denn unsere alten Muttersprachen, die wir haben in Deutschland, weiß ich wo. Das ist ganzen Sprachen, dialektischen Sprachen, die sind alles, das ist unsere Muttersprache eigentlich. Und die versteht man in großen Teilen untereinander, nicht ganz genau, aber man weiß denn, bei den anderen so ungefähr gemeint ist. Und das ist unsere wirkliche Sprache. Darauf hat denn irgendeiner, das war angeblich dann ja so ein Mönch, irgendwann die hochdeutsche Sprache erfunden. Das steht auch irgendwo, kann man nachlesen. Anders können sie das nicht machen. Sie müssen sagen, so, wie lange existiert Deutschland? Ja, ich habe noch in der Schule, haben wir eine Landkarte gehabt von Deutschland, da war Preußen drauf. Und ich weiß nicht, wie viele Hunderte von kleinen Gebieten, die selbstständig waren im Grunde. Das war ein Flickenteppich. Und dann irgendwann unter Bismarck oder so ist eine Reichseinigung gekommen. In der Schule habe ich noch eine Karte gesehen. Haben wir da gehabt im Geschichtsunterricht, aber Deutschland bestand aus Fürstentümern, also es war bunt gefleckt, Preußen war groß, Bayern war groß, Rest war ein Flickenteppich fast sozusagen. Und Deutschland wurde unter Bismarck irgendwie gegründet. So, wie lange besteht denn Deutschland? Wie lange besteht Frankreich? Wie lange besteht Italien?
Rom als Hauptstadt Italiens ist 150 Jahre. Vorher gab es Rom als Hauptstadt von Italien. Ich weiß, Italien nein, natürlich gar nicht gab. Und zu diesen Ländern hat man dann die Sprachen gemacht. Das ist auch eine eigene Geschichte, die ich auch im Kolumbus-Buch näher erläutere. Aber vom Logischen her geht es gar nicht anders. Also aus den ganzen Mundarten wird keine einheitliche Sprache, sondern da, wie gesagt, hat irgendein angeblicher Mensch diese Sprachen da empfunden und da, aber das ist auch willkürlich sozusagen gemacht worden. Und das ist auch eine Sache, worüber so gut wie keiner wirklich nachdenkt. Aber die irischen, schottischen Mönche, wie man sagt, also Mönche aus Irland und Schottland, haben bis Moskau mit einer Sprache damals im Grunde über diese Mundarten hinweg mehr oder minder praktisch einheitlich ihren Glauben erzählt. Das war schon vor der katholischen Zeit, vor der christlichen Zeit schon lange. Ja, als zum Beispiel der Ansgar der Mönch des Nordens, Ansgar, dann wollte den ganzen Norden Deutschlands und so weiter den katholischen Glauben bringen. Und zu dieser Zeit kam der auch zur Hammerburg nach Hamburg. Und es ist dokumentiert, dass da in der Hammerburg schon eine Kirche war. Der wollte die Leute zum christlichen Glauben erziehen, also zum katholischen Glauben. Und da war schon Christentum. Und zwar dieses iroschottische Christentum, was anders ist als unser Christentum, weil das waren Arianer. Wir haben Gott als Person und die glaubten an Mutter Erde, an die Mutter Erde, Gaia oder die hat verschiedene Namen. Und ein Geist, den man nicht sehen kann, der aber eigentlich auch, ich sag mal, weiblich ist, um was zu gebären vielleicht. Und das war immer schon so. Und wir haben einen männlichen Gott oder Dreifaltigkeit, wie auch immer mit dem katholischen Glauben. Da haben die anders geglaubt, aber der grundsätzliche christliche Glaube war bei denen schon auch vorhanden. Und deswegen gab es schon Kirchen, bevor die katholische Kirche in den nördlichen oder auch nach Mitteleuropa gekommen ist. Da gibt es ja auch diese Wulfila-Bibel, oder? Die Ja, da wird aber, da wird gesagt, das wäre eine Abschrift von der lateinischen. Aber ich bin der Meinung, es war ganz anders, denn wenn man die richtig sieht, ist diese auch ganz anders aufgebaut. Und es gibt eine alte Bibel und in Irland gibt es auch noch entsprechende Schriften, wo man sehen kann, dass man einen anderen Glauben hatte, im Grunde als dieses katholische. Es wird ja genau umgekehrt dargestellt, dass die schottischen, irischen Mönche ab. Und so weiter, ja, und dann aber von denen da sozusagen abhingen von der katholischen Kirche. Das stimmt, das stimmt zu 100% sicherlich nicht. Das ist eine schöne Geschichte. Ne? Wenn wir jetzt mal sehen, wenn wir denn irgendwann kamen wir dann in Rom die Römer. Und das ist auch eine faszinierende Geschichte. Wenn wir missionieren sind, reden wir vielleicht mal darüber, wie kamen die überhaupt die Römer denn, als Beispiel, wie kamen die denn nach Germanien und haben das hier alles erobert angeblich. Unsere Straßen sind eigentlich alles Römerstraßen. So, und weiß ich noch, ich hatte da mal so ein Gespräch und mit meinem Lektor und dann sagte der, ja, die Römer haben die Straßen alle gebaut. Da habe ich gesagt, das glaube ich nicht. In Deutschland, dass die Römer Straßen gebaut haben. Wenn jetzt die Römer hier einmarschieren, über die Alpen kommen, da gab es so ganz enge Wege. Ich meine, wie kommen die überhaupt mit dem Planwagen da ohne Straße da, eine breite Straßen da drüber? Da waren meistens nur so Stege und Steige. Dann sind die aber von mir aus mal über die Alpen. Wann bauen denn die Römer, wenn sie einfallen, die Straßen? Bevor sie da mit der Legion, ich weiß nicht, 10.000 Mann oder irgendwas, da reinfahren, davor dauert zu lange. Das geht ja gar nicht. Da steht die Armee da und rum, die muss unterhalten werden, Lebensmittel, ich weiß nicht was. Das dauert ja ewig. So. Oder haben die das im... Vorher ging es ja gar nicht, also oder im Zuge dessen ging es auch nicht, weil die zu lange gebraucht hätten. Vorher ging es nicht ins Feindesland, dann ging es nicht wegen dem Unterhalt. Und im Nachhinein können sie auch nicht gebaut haben, sonst wären sie mit ihrem Planwagen gar nicht durchgekommen. Das Ganze geht nicht. Die Lösung ist natürlich, dass
es vorher schon Straßen gab, die sogenannten Bernsteinstraßen, auch andere, die sind dokumentiert, es gab vorher schon Straßen, das wäre die Lösung. Aber die Römer haben, wenn sie überhaupt eingefallen sind, bei uns im Grunde keine Straßen gebaut. Das geht überhaupt gar nicht, technisch, sagen wir mal, von der Logik her. Genauso wie dann gesagt wird, der römische der Limes, das ist ein Grenzwall gewesen. Wie ich schon sagte, waren riesen Naturkatastrophen in den Zeiten. Und hier in Norddeutschland so, war stark überflutet und das war im Grunde, ist auch dokumentiert. Es gab zwei Moorschichten, weißen und dunklen Moor, die übereinander liegen. Und es gibt angeblich römische Holzwege, die aber meines Erachtens keltisch sind, wie auch immer. Und die sind zwischen den beiden Schichten drin, darüber ist Moor und darunter ist Moor. Das heißt, zu damaliger Zeit war Mitteleuropa relativ moorig. Und dieser Limes war kein Grenzwall, sondern der war am Rande dieser überfluteten Gebiete und diente als durch die moorigen Gebiete als Handelsweg und als Mautstraße. Da wurde Maut genommen, die hatten immer irgendwann mal Türme. Aber es ist inzwischen festgestellt, dass die ganze Bewachung, die ganzen Kastelle viel zu gering waren, um eine militärische Befestigung zu gewährleisten. Außerdem hat man auch auf der anderen Seite von der Mauer so eine Unterhaltungskastelle gefunden, die dazu dienten, eben die Mauer zu operieren, instand zu halten für das Personal mit der Maut, die Maut einzunehmen und so weiter. Das ist sicherlich die richtige Sichtweise. Also das könnte alles ein klein bisschen anders sein. Dann habe ich mich früher schon mal gewundert über das Gallische Reich, das Gallische Sonderreich. Es hat ja so im 3. Jahrhundert oder so, hat es ein Reich gegeben, das eigentlich genau dem keltischen Reich oder den keltischen Ausdehnungen, aus den keltischen Völkern ein bisschen entspricht. England bis irgendwo in die Mitte vor Schottland, bis Spanien rein, Frankreich und diese Gebiete, einschließlich Köln und Trier natürlich. Und Trier war damals zeitweise die Hauptstadt dieses Gallischen Reiches, teilweise war es Köln. Und es wird immer so dargestellt, dass das ein römischer Sonderkaiser war, der da irgendwo abtrünnig geworden ist. Habe ich mich immer gefragt, was macht so ein abtrünniger Kaiser da in Gallien, in irgendwo? Die Lösung wird wohl eher sein, dass es sich wirklich um ein keltisches Reich gehandelt hat. Und auch entsprechendes kann man da in Trier zum Beispiel lesen, da steht dann so ungefähr, also Trier existierte schon lange Zeit vor Rom, ist dort ausgestellt. Das heißt, wir haben vielleicht ein keltisches Reich gehabt und sicher keinen Papst von der Papstkirche, Abtrünniger oder nicht Papstkirche, ist nicht richtig, von den Römern abtrünniger Kaiser, würde ich sagen. Die Papstkirche kam dann später. Und dann haben sie angeblich gegeneinander gekämpft und irgendwo in Frankreich, da oben in der Nähe von Paris, war die entscheidende Schlacht und dann ist das gallische Volk eigentlich niedergeworfen worden. Auch diese Geschichte habe ich ganz ehrlich gesagt noch nicht wirklich verstanden. Die Kelten hatten nachweislich, also als Indogermanen, ein Münzsystem, was in dem ganzen Gebiet funktionierte. Also man konnte bis nach, ich sage mal, fast in Iran rein und überall mit Münzen bezahlen, unterschiedliche Waren, aber die anerkannt wurden. Und wenn man zum Beispiel die Römer sieht, die Römer hatten kein einheitliches Währungssystem, sondern da wird in der Fachliteratur geschrieben, sie bedienten sich den örtlichen Münzen praktisch. So, das geht für den Weltreich schon mal gar nicht. Ich brauche also eine zentrale Münze, um irgendwas zu bezahlen. Das geht überhaupt gar nicht. So, es ist ja auch so, dass römische Münzen oft diesen angeblichen römischen Münzen, diesen altgriechischen Münzen entsprechen, zum Beispiel mit diesen Wagen, Quadrillen, also wo die dann mit vier Pferden davor vor den Wagen fahren, die Motive sind alle im Grunde ähnlich untereinander, also altgriechisch und zum Beispiel römisch. Man muss ja auch bedenken, dass die Altgriechen da lange in Großgriechenland, also die Ländereien unten beherrscht haben.
Denn erst so um 1100 kamen die Normannen und haben unter Roger dem Ersten praktisch eine Erbmonarchie gegründet, also Wikinger. Das war es kaum so gut wie, ist relativ unbekannt. Und die haben dann von den Griechen, von Altgriechenland, diese Ländereien bis nach Neapel ohne Rom, also Süditalien sozusagen, haben die dann als Erbmonarchie übernommen. Und das hat dann hatte dieser erste König kein der hatte eine Erbmonarchie, aber keinen Sohn und hat dann das einer seiner Tochter wurde denn seine Tochter wurde dann mit einem Staufer verheiratet, Heinrich dem Sechsten, glaube ich. Und dann wurde der König von Sizilien und dann danach auch von Sizilien, also sozusagen mit Süditalien zusammen. Ich habe in der Schule, hat man uns das erzählt, ich wusste immer nie, warum mit einmal ein mitteldeutscher König sozusagen, mitteleuropäischer König mit einmal da König von Sizilien wird. Das habe ich eigentlich nie wirklich begriffen. Aber das steckt dahinter. Da sieht man auch, dass die Normannen eigentlich da unten die ganze Gegend bis irgendwo 1100, ab 1100 bis 1300 irgendwo beherrscht haben. Also mit den Staufern. Denn im Nachklang. Und es ist auch denn nicht danach in römischer Hand oder in Papstkirchenhand oder so gewesen, sondern das war immer eine unabhängige Kultur. Und die Wikinger haben da unten auch zum Beispiel von den Griechen die romanische Architektur übernommen und haben daraus die Gotik entwickelt. Also wenn man nach Italien fährt, und ich war ganz interessiert daran, weil ich das vorher auch gar nicht so mehr in so klar war, wenn wir nach Palermo fahren, sind da alles Wikingerbauten, ist alles eine Gotik. Wir fahren an der Küste lang, da sind Wikingerstädte, die bestehen praktisch aus gotischen Bauten. Und die Wikinger, die Normannen, es gab ja nie einen Wikingerstaat, sondern auch nur Nordgermanen, sagt man, also weiß nicht, unterschiedliche Stämme sozusagen. Aber die Normannen haben quasi diese Gotik dann nach Mitteleuropa gebracht. Daher die ist sonst hier mit einem jungfräulich aufgetaucht und keiner weiß, wie sie sich entwickelt hat. Das ist auch, das gehört also zu einer Geschichte zu, die kann man in Sizilien sozusagen nachprüfen. Also die Geschichte ist vielleicht doch ein bisschen anders gewesen. Und wenn man sieht, dass Rom eigentlich ja schon aufgespalten war, Ostrom und Westrom, habe ich auch nie verstanden, was da passiert ist. Genauso wie man von Westgoten und Ostgoten spricht, ist dasselbe. Und die Goten haben auch rund ums Mittelmeer gelebt. Dann gibt es da Parallelen. Da weiß ich nicht, ob das immer alles nur Zufall ist. Und die Weströmer, also die in Rom lebten, das Reich hat ja nur bis 400 nach Christus irgendwo bestanden und wurde dann von germanischen Völkern sozusagen zerschlagen. Und danach ist dokumentiert, dass Rom praktisch von jedem Tag darauf folgend immer mehr zerfiel und eine komplette Ruinstadt geworden ist. Und ich habe mal so ein Fremdzitat aus einem Fachbuch. Um 600 steht da, ging die Stadt Rom unmittelbar mit jedem Tag mehr und mehr in Ruinen. Und dann aber auch nach 600 bis 1000 war es fast geschichtslos. Da ist eigentlich gar nichts passiert. Bis auf das Karl der Große mit einmal, mit großem Pompöse, um 800, genau 800 mit einmal, da zum König da quasi gefeiert wurde, ja, mitten im Ruinenfeld, da scheint irgendwas auch nicht zu stimmen, sage ich jetzt mal. Jedenfalls war das relativ unbewohnt und auch noch, Stadt Rom war auch noch unbewohnt bis ins 14., relativ unbewohnt bis ins 14. Jahrhundert hinein. Ich da weitermache, will ich noch mal eben sagen, dass es wirklich Römer gab. Und zwar die sogenannten Oströmer, die waren in Konstantinopel, also das Byzantinische Reich, da haben aber immer Griechen gelebt. Und ich habe auch nie verstanden, warum diese mit einmal als Oströmer aufgetaucht sind. Ist mir nie eingegangen. Aber in der Literatur, wenn man sich damit beschäftigt, und das habe ich gemacht, von den umliegenden Völkern wurden diese Oströmer, also die Griechen da, die Altgriechen, diese wurden von ihren anderen Völkern als Römer bezeichnet, kann man nachlesen. Also es hat Römer gegeben. Und keiner weiß auch, dass Rom Verwaltungsstädte waren.
wenn sie jetzt irgendwo auf eine Insel kommen, ich war da in der Ostsee, auf Bornholm oder so, dann ist eine antike Stadt da, die heißt Rom. Das sind die Verwaltungsstädte. Überall hießen Verwaltungsstädte Rom. Deswegen führen auch alle Wege nach Rom, weil immer, weil alle Verwaltungsstädte überall waren und die Straßen waren zu diesen Verwaltungsstädten hin ausgerichtet. Das heißt zentralisiert. Das heißt, wenn man irgendwo dahin fuhr, dann fuhr man automatisch nach Rom, weil man fuhr in diese Verwaltungsstadt. Wenn kaum einer weiß, dass diese sogar auf der grünen Wiese geplant wurden, diese Städte, da kann man auch, diese Straßen. Es gibt ein System, dass die Städte auf bestimmten Rastern liegen. Und im Mittelalter nachher hat man ab 1000 bis 1300 fast alle Stadtgründungen gemacht. Und zwar auf der grünen Wiese, das war auch mal im Fernsehen dokumentiert, da hat zwei Städtebauer gegeben, die haben das genau untersucht. Und die Städte sind nicht einfach so gewachsen. Es gibt nur 150 Städte, die älter sind als das Jahr 1000. Wie zum Beispiel Augsburg, wie zum Beispiel Köln, wie zum Beispiel Trier, Paderborn und andere Städte auch. Zum Teil wurden diese dann aber auch als sozusagen fürs Bauen benutzt. Also die Ruinen wurden abgetragen und dann wieder neu irgendwo aufgebaut. So habe ich dann mal in Libanon, da war meine römische Stadt. Angeblich, da sagt der Reiseführer, ist eine römische Stadt. Ich sage, die sind aber hier von den, weiß ich, Arabern gebaut, 600 Jahre später oder so. Ja, sagte, die haben da ein Vorbild der Römer gebaut. Ich sage, das müssen Sie mir mal erzählen. Ich sage, das geht ja nicht. Ich sage zu meiner Frau, ich gehe mal zu einem anderen Reiseführer. Ja, und dann geh ich dahin. Ich sage, was ist mit Ihnen auf Ihren Sachen hier? Ich sage, alles römisch hier, auch die Straßen in Ordnung, alles römisch. Und da sagt er, ja, sagt er, das ist arabisch, aber sagt er, hier ist eine Römerstadt, 2 Kilometer weiter, wodurch Erdbeben zerstört und die haben einfach die alten, die kaputten Sachen genommen, haben die wieder neu aufgeschichtet. Ich sage, da wird ein Schuh draus. So kann man denn auch Geschichte auch anders verstehen oder auch mal sehen, wie Geschichte überhaupt ablaufen kann. Also die Oströmer waren die wirklichen Römer, aber eigentlich so gesehen die Altgriechen, die schon vorher, diese Römer hatten tatsächlich rund ums Mittelmeer auch gelebt. Sie sehen überall griechische Bauten. Die besten römischen Bauten sind griechische Bauten. Es gibt keinen römischen Baustil. Ja, es gibt römisch, griechisch, aber keinen römischen Baustil. Und wenn ich in Sizilien war, dann sagt einer, ach, das ist ja ein römischer Tempel. Dann sage ich zu dem, das ist kein römischer Tempel, das ist ein astreiner griechischer Tempel, wie er im Buch steht. Wie er in jedem Lehrbuch steht. Ja, die Römer haben ja so gebaut wie die alten Griechen. Die waren im Libanon da in Baalbek oder da ist auch irgendwo, steht so ein griechischer Tempel rum. Nee, da sagt der Reiseführer, ja, und das ist ein römischer Tempel, den haben die Römer hier gebaut. Ich sage, das ist ein klassischer griechischer Tempel, wie er in jedem Fachbuch drin steht. Das ist griechisch. Ja, die haben nach griechischem Vorbild gebaut. Ja, ich sage, das glaube ich ja einmal nicht, dass ich immer nach irgendwelchen Vorbildern da baue, sondern ich habe meinen eigenen Baustil. Es gibt keinen römischen Baustil. Es gibt, glaube ich, auch kaum einen römischen Dichter oder Literaten. Die sind meistens griechischer Herkunft. Und, und auch, wie ich sagte, schon ein Münzsystem. Im Gegensatz dazu hatten die Kelten schon ein Münzsystem, was länderübergreifend funktioniert hat. Wenn ich denn auch sehe, dass zum Beispiel die Hallstattkultur, die ja irgendwie dazugehört zu den Keltischen, gehe ich in so ein Grab, dann ist in diesem Grab ein wunderbarer Wagen drin. Mit Federn, mit allem, die man heute, alle Merkmale, die man heute auch kennt. Ja, ich rede jetzt von knapp 3000 Jahre Alter, also über 200.000 Jahre her, also vor den Römern. Die hatten Wagen. Ja, haben sie gesagt, aber Straßen gab es ja nicht. Haben sie mir auch erklärt, weil die Römer waren ja noch nicht da, also haben keine Straßen gebaut. Das war ein Kult, den Kultwagen. Lesen Sie mal nach. Den Kultwagen. Ich sage, ein technisch hochwertiger Wagen mit Federn, mit allem drum und dran, der straßentauglich ist, Kultwagen. Geht nicht. Ne? Und damals war schon die Kultur, der Altstadtkultur, der Kelten und so weiter, egal wie, die haben schon überall gehandelt und man hat Waren gefunden, griechische Waren, die aus dem heutigen Marseille nachweislich kommen und sind in den Gräbern der Altstadtkultur gefunden worden. Das heißt, die sind mit ihren Waren auch umgefahren. Das waren keine Kultobjekte. Das heißt aber immer, es sind Kultobjekte. So, das heißt, auch vor den angeblichen Römern gab es hier schon Straßen. Das ist eindeutig so, steht zu 100% fest. Aber so kann man dann aus dem Wagen einen Kultwagen machen.
Es wird eben auch hier nicht richtig, ich sag mal, nicht richtig dargestellt, vielleicht auch, weil man vor 50 Jahren oder so das Wissen noch gar nicht da wirklich zu hatte. Dann kommt man zu falschen Schlussfolgerungen. Und das Römische Reich, in meinen Augen, kann das nicht existiert haben. Aus den Gründen, das Oströmische Reich ja, aber dieses Weströmische Reich wurde im Nachhinein dort installiert, weil es da im Grunde keine Beweise für gab. Ich war da in Rom letztes Mal vor 2, 3 Jahren, dann sagte er, ja, das ist alles römisch hier und so weiter. Und dann sage ich, wissen Sie was? Die ganzen Fundamente, die hier sind, die ganzen unteren Schichten der Fundamente sind alle nachgewiesenerweise etruskisch. Der große heute noch existierende Cloaca Maxima, also dieser Abwasserkanal, der riesengroß ist, das ist ein riesengroßer Kanal, der ist nachweislich nachgewiesen worden, etruskischer Bauart ist. Die Römer werden kaum in etruskischer Bauart gebaut haben, wobei der etruskische bis heute nicht entziffert ist und die Etrusker in meinen Augen, die wirklichen Römer waren, aber die waren auch Indogermanen. Also es passt in Rom gar nichts. Dann kam eine Zeit, wenn man sagen, was ist denn überhaupt passiert, wenn bis 1400 alles da Ruinen waren, was ist überhaupt passiert? Ja, die babylonische Gefangenschaft der katholischen Kirche, da habe ich auch nicht verstanden früher, als man das so erzählt hat. Jedenfalls hat die katholische Kirche eigentlich von 1305 bis 1400, ein bisschen läuft 17, in Avignon residiert. Zu damaliger Zeit, also sind aus Rom weg. Und dann haben also das ist jetzt die offizielle Geschichte, nicht? Ja, haben da residiert, wobei ich der Meinung bin, ich hatte eben schon die keltischen Mönche, dass die Kirche in Avignon überhaupt die katholische Kirche da entstanden ist. Das ist der Ursprungsort der katholischen Kirche im Prinzip, in meinen Augen. Und da sind Paläste, die sind ja so pompös, das ist eigentlich unglaublich. Die macht man nicht für eine, dass man da mal eben nur so vorübergehend gefangen ist. So, und dann hatten wir damals die sogenannte Schisma. Das zu der Zeit, dass wir 3 Päpste hatten. Ne? Wir hatten 3 Päpste und dann ist dann mal der Konzil, nachher auch in Konstanz 1417, glaube ich. Und dann hat man aus 3 Päpsten einen gemacht. Und dieser Papst, das war der aus Avignon, der aus der katholischen Kirche sozusagen, also der da in Frankreich war, der ist dann nach Rom gezogen. Und dann hat man erstmal angefangen, sich da zu etablieren. Zu damaliger Zeit haben so gut wie keine Leute in Rom gewohnt. Es gibt irgendwo so, dass ein Augenblick später, noch auch noch zig Jahre später, nur von 30.000 Leuten geredet wird, die da waren. Und es ist dokumentiert, dass Papst Martin V. ab 1417 Ausgrabungen vornehmen ließ, um das antike Rom freizulegen. Das ist dokumentiert. Bei manchen auch anderen, dass die mit Kalkbrennöfen sozusagen die alten Ruinen, Marmor, wieder aufgearbeitet haben und daraus praktisch die neuen Bauten gemacht haben. Auf etruskischen sozusagen Fundamenten wurde das aufgebaut. Es gibt dann noch ein paar alte Bauten, die von früher sind, ja, wie das Pantheon oder das Kolosseum, das sind ältere Bauten. Da gibt es eine Handvoll ältere Bauten, die stehen noch von früher, die passen aber auch nicht in die Bauten der römischen Papstkirche, die passen da gar nicht rein. Was hast du dann noch etruskische Bauten sozusagen? Ja, die Grundlagen, ja, die waren wahrscheinlich von den Etruskern früher, weil die Grundmauern auch etruskisch sind. Das sollten dann etruskische Bauten sein. Und dann wurde der Rest wurde dann überhaupt erstmal aufgebaut. Also letztes Mal habe ich auch gestaunt über die ganze Pracht, aber man sieht ja auch, dass das nicht alt ist, ist ja auch dokumentiert, dass wir da über ein paar wenige Jahrhunderte sprechen von den Bauten. Die sind nicht uralt. Also nur die paar, die da fünfmal so stehen. Oder man geht unter die Erde, da gibt es auch so verschiedene, wie so Arenen, Rennbahnen oder irgendwas unten drunter. Ich war in so einem Hotel, darunter war sowas. Also mal konnte man da auch ein bisschen angucken. Das liegt alles im Untergrund noch. Ne? Also da ist noch vieles, was man noch gar nicht so entdeckt hat. Ich hatte ja gesagt, dass der Abwasserkanal nachgewiesenerweise etruskisch ist. Also der tatsächliche Wiederaufbau, so wird dokumentiert, in Rom, fand dann auch erst unter Alexander VI. Statt, und zwar Ende des 15. Jahrhunderts. Da wurde erstmal richtig
praktisch neu geboren. Was war da passiert? Ende des 15. Jahrhunderts, 1453, sind nämlich die sogenannten Oströmer, also eigentlich die Altgriechen, aus Konstantinopel vertrieben worden. Die Araber kamen, haben die dort vertrieben aus ihrem Stammgebiet. Die mussten flüchten. Ein Großteil ist in diese Stadt Rom gezogen, wobei es dokumentiert ist, dass 1530 in Rom nur etwa 30.000 Menschen gelebt haben. Also es war relativ, also keine Überbevölkerung, von Überbevölkerung war da nicht die Rede. Und dann erfolgte sowas wie die Humanistenrenaissance, wie man sagt, bekam den Aufschwung durch diese Altgriechen oder von mir aus Oströmer, die da kamen, wurde das praktisch alles überhaupt erstmal in Szene gesetzt. Das heißt, man sagt, mit dieser Humanistenrenaissance erfolgte eine Rückbesinnung auf angeblich authentische antike Quellen. Und als besonders verdienstvoll galt das Aufspüren und Veröffentlichen von verschollenen Werken der antiken Literatur und so weiter. Da muss ich mal ehrlich sagen, die ganzen antiken Sachen, die hat es ja gar nicht gegeben. Also die mal aufzufinden, auch in diesen ganzen Zeiten der Wirren und wo in den Ruinen, das ist Dokumente, das ist gar nicht so einfach. Wenn man, ich habe schon früh kritisiert, wenn man irgendwo da liest, dann heißt es immer, oft, meistens, also in den meisten Fällen, ja, das Original existiert nicht mehr. Aber wir haben zum Glück irgendeinen anderen, der hat den zitiert, deswegen wissen wir noch die Originalquellen. Wissen Sie, was das bedeutet? Dass ich mir praktisch Geschichte erfinden kann, indem ich jetzt im Grunde neue Leute sozusagen erfinde und die angeblich auf alte Quellen zurückgreife, kann ich mir Geschichte praktisch sozusagen herstellen und machen. Es wird fast nur aus Secondhand-Quellen praktisch zitiert und selten aus Originalquellen. So, und so kann man dann aber auch Kultur machen. Es wurden Kulturen entfunden, die man für teuer Geld verkauft hat. Ich weiß, da irgendwo in Italien, mit einmal haben sie so einen Ort gefunden, eine neue Kultur und die Sachen waren besonders teuer. Konnte man die alle verkaufen, weil mit einmal irgendwo wurde so eine doch erwähnt und man hat sie jetzt gefunden und mit einmal wurden die Sachen auf alt getrimmt und wurden dann verkauft. Autorenkollegen von mir haben darüber auch intensiver recherchiert und man glaubt gar nicht, was da alles so gemacht und gefälscht wurde. Dasselbe ist mit mittelalterlichen Urkunden. Die mittelalterlichen Urkunden sind zum großen Teil alle gefälscht. Man streitet sich unter Fachleuten, ob ein bisschen mehr oder ein bisschen weniger gefälscht wurde. Aber im 15. Jahrhundert, durch diese kirchentreuen Humanisten oder Renaissance-Humanismus, wurde im 15. Jahrhundert angefangen, hat man angefangen zu fälschen. Und das wurde danach noch intensiver betrieben. Also auch die ganzen, also ich habe das nur auch mal so ein bisschen mitbekommen, oder diese ganzen Schenkungsurkunden, mit denen sich eigentlich dann auch die Kirche letztlich gerecht über das Land oder eine, dass die letztlich auch, also mehr oder weniger gefälscht sind, ja? Ja, die sind zum großen Teil gefälscht. Und jetzt haben wir der Jesuit Daniel Babenbruch, habe ich mal aufgeschrieben, 1628 lebte der, bis 1714. Bestritt zum Beispiel auch die Echtheit aller Herrschaftsurkunden vor dem 7. Jahrhundert. So wurde zum Beispiel das große Privileg für das Herzogtum Österreich nach langem Gelehrtenstreit Ende des 19. Jahrhunderts als Fälschung bestätigt. Das Privileg Barbarossas beruft sich auf das Jahr 1058 von Heinrich IV. Ausgestellt. Dokument wird später als gefälscht anerkannt. Wie bereits erwähnt, begann ab dem 12. Jahrhundert und im 15. Jahrhundert eine umfangreiche Urkundenfälschung. Da gibt es genug und genügend Beispiele. Ja, im Auftrag, es wurden auch falsche Urkunden per Kurier und so weiter in lateinischer Schrift versandt. Warum hat man die lateinische Schrift damals erfunden? Die Römer haben sicherlich kein Latein gesprochen, sondern die hat die katholische Kirche entwickelt, damit die Dokumente in andere Länder schicken konnte, zu den Mönchen, zu den als Latein und wo die denn diese Urkunden auch hergestellt haben. Und damit man nicht wusste, was das ist, wurde das in lateinischer Geheimsprache so abgefasst, weil das keiner von der Bevölkerung und so weiter, das konnten nur
lateinisch die Oberen, sage ich jetzt mal so, lesen. Und sonst konnte keiner. Also wenn einer das auch in die Hände gekriegt hat, der wusste gar nicht, worum es überhaupt geht. Und das steckt ein bisschen hinter der lateinischen Schrift, wobei man sagt, dass die teilweise gesagt wird, dass die lateinische Schrift ihre Fundamente auch im Indogermanischen sogar hat, aber ausgefeilt wurde die dann als separate Sprache zu damaliger Zeit. Da steckt auch hinter der lateinischen Sprache. Die Römer haben sicherlich zu ihrer Zeit kein Latein gesprochen, denn sonst auch kein anderes Volk hat Latein als Muttersprache irgendwo. Das hat es nirgendwo gegeben im Grunde. So, wenn man jetzt zum Beispiel auch den Sieg vielleicht gefälscht worden ist, dann sieht man zum Beispiel die 2000-jährige Geschichte der Papstkirche. Das soll die Papstkirche, die katholische Kirche legitimieren. Man hat ja ein Papstregister. Ja. Dokumentiert ist auch, dass vor dem Jahr 1198, also das ist die Zeit, als die katholische Kirche da hingezogen ist nach Rom, ist das Papstregister praktisch nicht existent. Es gibt, soll angeblich nur wenige Überreste gegeben von diesen Sachen. Das ist amtlich. Ja. Und man muss fragen, gab es überhaupt ein Papstregister? Also nach meinen bisherigen Ausführungen kann es eigentlich gar keins geben, weil die gar nicht da gelebt haben. Und existieren diese Sachen auch quasi nicht. Und dann habe ich immer früher schon ketzerisch gesagt, ja, ich wollte immer mal früher, als ich jünger war, diese Bibliotheken der katholischen Kirche aufsuchen, was da alles in Urkunden ist und so weiter. Ne? Hat das funktioniert? So. Ich behaupte heute, dass er die katholische Kirche vorher meines Erachtens nicht da gegeben hat, gibt es auch diese alten Dokumente gar nicht. Das wird nur gesagt, dass ich viele habe und daraus als schöpfe. Aber wenn ich da nicht gewesen bin, habe ich sie wahrscheinlich auch gar nicht. Und ich wüsste auch keinen, der da jemals hätte reingucken dürfen, können, sollen. Und wenn man sieht, dass hier so verschiedene Sachen auch von den ganzen, also wie das Papstregister quasi fehlerhaft sind oder nicht existieren, dann ist das eine Sache für sich. Da kann man, da kann jeder seine eigenen Schlüsse rausziehen. Wenn man zum Beispiel sieht, da gibt es ein Register, ist Johannes der Achte, da fehlen Dokumente, die fehlen einfach, die angeblich da sein sollen. Sind gar nicht da. Ja? Aber eine Empfängerüberlieferung, also dass sie überliefert worden sind, also geliefert worden sind, das existiert, aber die Dokumente selber gibt es zum Beispiel nicht. Also da gibt es tausend Beispiele von gefälschten Sachen und das ist eigentlich unglaublich. Und in der Zeit hat man auch Geschichte erfunden. Wenn ich sagte, die ganzen Völker sind irgendwo doch, ist ein bisschen anders abgelaufen. Vielleicht waren die auch konstanter, also gebietsmäßig und haben nur ihre Kultur geändert. Und dann hat es gar nicht so viele Völker gegeben. So, und wenn man jetzt zum Beispiel mal sieht, ich habe auch nie begriffen, dass es Könige vom Römischen Reich deutsche Nationen gibt. Also deutsche Könige waren praktisch da für Rom zuständig oder herrschten da sozusagen oder haben die Oberaufsicht gehabt, wie auch immer. Dann habe ich das nie begriffen. Das soll von 919 bis 1376 gewesen sein. Interessante Sache. Danach kam die katholische Kirche ja quasi denn nach Rom, nach 1376 irgendwann. Dann haben die da aufgehört, die ganzen. Aber man kennt den Bußgang nach Canossa und so weiter. Aber jetzt mal eine interessante Sache. Es gibt eine Königsliste von Judäa, also die von den Juden. Die Königsliste dauerte von 926 vor Christus, bis 586 auch vor Christus irgendwo. Und die habe ich in meinem Buch mal grafisch aufgezeichnet. Wenn man die Herrschaftsjahre genau nimmt, ist dieser Baum genau identisch, also mit den Herrschaftsjahren. Das heißt, man hat zwei identische Stränge von Herrschern, nur mit anderen Namen. Und da muss man, das kann kein Zufall sein. Also sowas gibt es nicht. Ich sag mal, wie viel später, knapp 2000 Jahre später oder so, irgendwo dieselben Herrschaftssysteme da nochmal auftauchen. Das kann eigentlich nicht sein. So. Und dann habe ich lange geforscht, weil ich habe gesagt, das geht ja eigentlich alles gar nicht, was passt denn hier nicht? Und dann habe ich einen Russe irgendwo auf so einer Konferenz kennengelernt, der sagte, da gibt einen russischen Formatiker. Der heißt Fomenko. Anatoli Fomenko, glaube ich.
Und der hat 1994 zwei Bücher geschrieben, aber der eine besteht aus drei Bänden und der andere aus zwei dicken Bänden. Also da ist so ein Wandel. Ich habe mal das ein bisschen durchgelesen. Dann wurde das in Englisch übersetzt. Ich glaube, gibt es auch nur in Englisch noch. Und den habe ich mir durchgelesen. Das ist hochinteressant. Denn wenn man das glaubt, wenn man das gelesen hat, glaubt man an eigentlich keine Geschichte mehr. Weil der hat den herausgefunden. Der hat alle Geschichtssachen, die man so weiß oder die gesagt werden, in den Computer geschmissen, ohne dass der Ahnung davon hatte. Und dann hat er festgestellt, dass sich die europäische Geschichte zwischen dem Jahr 900 nach Christus und 1600 nach Christus mit anderen Namen und Daten in zeitlichen Abständen in anderen Regionen wiederholen. Wobei er das Shifts nennt, also Englisch, für Verschiebung ganzer Geschichts- und Ereignisblöcke. Ne? Die sogar bestimmte Gesetzmäßigkeiten aufweisen. Und so fallen zum Beispiel die Epochen des Zweiten Römischen Reiches, des Dritten Römischen Reiches, des Karolingerreiches und der Königsreichs von Juda, ich hatte das schon gerade gesagt, und Teil der Genesis und andere Epochen zu einer einzigen Periode zusammen, die alle voneinander mehr oder minder sich gleichen. Ich sage jetzt mal gelinde ausgedrückt, ähnlich sind und dieselbe Struktur aufweisen. Und das hat der mit Iterationsschritten und so weiter, ohne jetzt zum Beispiel Keramik oder Münzen zu nehmen, nur rein die Geschichtszahlen hat er auseinandergenommen, also näher untersucht. Und dann kam heraus, dass es eigentlich keine wirkliche Geschichte gibt, bis auf drei Geschichtsstränge, drei Stück. Die gehen weiter zurück als das Jahr 1000 in die Vergangenheit, also nach hinten zurück. Und alles andere ist untereinander abgeschrieben, hat der festgestellt mit seinen Untersuchungen, weil alles hintereinander ist. Ich habe so ein schönes Beispiel, denn ich habe mal ein Buch geschrieben, das, glaube ich, in 12 oder 13 Sprachen übersetzt wurde. Das ist mein erstes Darwins Irrtum. Und mein Verlag wollte in Litauen, hat eine Lizenzausgabe vergeben, sollte in Lettisch da gedruckt werden. Und dann ist der das Buch drucken wollte, in die Buchhandlung gegangen und hat gesagt, das Buch gibt es schon. Dann hat es schon ein anderer Verlag ohne Genehmigung dieses Buch in Lettisch gedruckt. Das ist kein Spaß, das passiert öfters, als man denkt. Dann hat man mir, was interessanter ist, dann hat man mir dieses Buch gesendet. Ich habe mir es angeguckt. Und da sind ja ganz andere Schriftzeichen. Ich habe gar nichts verstanden im Grunde. Also das war für mich unverständlich. Aber sogar mein Name konnte ich nicht lesen. Die haben sogar meinen Namen anders geschrieben. Das heißt, der Autor Zilmer existiert, sag jetzt mal, hier irgendwo in einen übersetzt. Ein Double sozusagen. Und ja? ich hab einen Bruder wahrscheinlich, der in Lettland unter einem anderen Namen dieselbe Sache geschrieben hat wie ich. Ne? Nur mal so für Erweiterung. Wir, ja, also ja. Mal so Verdeutlichung, wie so, dass sowas auch passieren kann. Also, ja. Ich habe lange danach gesucht und dieser Fomenko, das ist ja so gut wie, glaube ich, nicht bekannt. Rein statistisch gesehen ist eben so, dass da abgeschrieben wurde. Ich habe das an den zwei Königslisten gerade deutlich gemacht. Das kann man auch für andere Sachen nachvollziehen. Und Zufälle kann es da so gut wie nicht und geben. Impliziert das dann, dass die eigentliche Zeitachse wesentlich kürzer ist als das, was wir jetzt? Ja, ja. Ja, also die, wir haben ja nur im Grunde existiert die Geschichte, die wir kennen, nur ein paar hundert Jahre. Und ich bin auch für eine Zeitverkürzung, weil ich glaube, dass die unglaublich gedehnten Zeiten kürzer gemacht werden müssen. Ne? Auch wenn man von Radiokarbon-Datierung spricht, dann muss man, ich habe mich da intensiv mit beschäftigt, die meisten Sachen ja nicht richtig sind. Eine Radiokarbon-Datierung zum Beispiel, die hängt davon ab, wie viel Kohlendioxid gerade da war oder auch von Randbedingungen. Und wenn Sie jetzt irgendwas an die nahe der Autobahn legen, kommt ein anderes Alter raus, als wenn Sie es vielleicht 10 Kilometer weiter in den Wald legen, aufgrund der Umweltbedingungen. Nur mal als Beispiel gesehen. Ich war zuletzt vor 3-4 Jahren in Lima, glaube ich, in einem Museum und da war eine, so eine Inka-Frau und die sind ja dann mit Mumien und so, das ist auch ein Thema für sich, da will ich heute nicht erläutern, aber die hatte dann zwei Kinder auf dem Arm. Die Frau, eine Mumie mit zwei Kindern, auch Mumien. Für alle drei Kinder sind unterschiedliche Jahre datiert worden. Ich weiß die Zahl nicht mehr genau. Das eine Kind war 150 Jahre jünger als die Mutter und das andere Kind war 100 Jahre älter als die Mutter. Also es kommen da, und es sind früher mal, kommen da unterschiedliche Zahlen raus. Man hat früher mal
weiß ich, so eine Molluske, also so eine Schnecke, irgendwie Schneckenart datiert. Und da kam 5000 Jahre raus und das Problem war nur, dass in Science dokumentiert worden, im Wissenschaftsjournal, Problem war nur, dass die Schnecke noch gelebt hat. So, das ist eine Wissenschaft. Also mit Radiokarbon-Datierungen in die Vergangenheit hinein ist sehr, sehr problematisch und das geht auch nur 50.000 maximal zurück, 50.000 Jahre. Man sagt eigentlich nur 30.000 Jahre, nach 50.000 Jahren ist das radioaktive Carbon da ja so gleich null. Und das ist ja nur ein ganz kleiner Betrag, also man misst da von dem normalen Carbon nur so einen ganz kleinen Betrag und da ist die Fehleranfälligkeit auch gleich sehr hoch. Also diese Radiokarbon-Datierungen sind mehr als fragend, zum großen Teil. Da kann man Beispiele genug bringen. Okay. Ja, und dann kommt dazu, dass ja irgendwann überhaupt die Geschichtszählung, ne? Ich wundere mich immer, wie die Leute 325 im Januar vor Christus und 822 oder 522 nach Christus. Wissen Sie, wann die Jahreszählung überhaupt angefangen wurde? Die wurde erfunden, ich habe mir da mal aufgeschrieben, im Jahre 525 nach Christi Geburt durch ein Abt, Dionysius Exiguus, glaube ich, heißt der, so wenn ich das richtig ausspreche. Im Jahre 525, das heißt, ich glaube, dass das noch viel später war, erst im 9. oder 10. Jahrhundert, aber wenn wir das mal als echt nehmen, was da steht, das glaube ich, kann man auch bei Wikipedia oder so nachlesen, dann wusste keiner im Jahre 524, dass er im Jahre 524 nach Christus lebt. Auch sonst wusste keiner im Jahr 100, 200, 300, 400 nach Christus, dass er irgendwann nach Christus lebt. Das ist nachher irgendwann mal erfunden worden. Und dann hat man die ganzen Geschichtsstränge versucht, ineinander zu schreiben. Deswegen gibt es oft viele Rechtschreibfehler. Oft widersprechen sich die Daten in verschiedenen Dokumenten. Ja, da hätte man heute mit dem Computer ein bisschen einfacher. Das haben die Leute damals eben nicht gehabt. Da musste alles manuell gemacht worden. Dann die Aufträge wurden an die einzelnen Mönchs, weiß ich, da irgendwo verschickt und dann wurden die da geschrieben, dann sagt man, sind immer Abschriften und so, da sind aber viele Neuschöpfungen. Ich weiß, dass es Königsernennungsurkunden oder andere Ernennungsurkunden netto versandt wurden und die wurden dann bei den einzelnen Sachen vor Ort praktisch sozusagen dann erst nachher die Namen und so weiter eingesetzt. Also ich könnte hier Beispiele nennen, ohne Ende, sage ich jetzt mal, für diese Fälle. Letztlich, also der ganze Hintergrund, oder was ist der Hintergrund von dieser zum einen Fälschung, aber auch der Streckung der Zeitachse, um einfach, sag ich mal, der Glaubwürdigkeit zum Beispiel der katholischen Kirche also mehr Gewicht zu geben? Also das. Ja, man musste ja eine Legitimation haben für die ganze Geschichte. Und die hat man aus der Geschichte heraus gezogen, weil die Papstkirche existiert ja angeblich schon länger in Rom und man hat daraus wie gesagt, die Legitimation für ihre eigene Existenz sozusagen gefunden. Man muss ja bedenken, erstmal, die katholische Kirche hat ja auch die Einstellung der Völker geändert. Die ganzen indogermanischen Völker, wie heute noch Naturvölker in Amerika oder so und woanders, die haben ein Machtpatriarchat, also die Frauen, sage ich jetzt mal so auf Deutsch gesagt, irgendwie. Und die Papstkirche hat das genau geändert. Seitdem die Papstkirche da ist, haben die Männer das Sagen. Die haben das genau zu damaliger Zeit umgedreht. Die haben dann aber auch die ganze Gesellschaftsstruktur umgedreht. Bei unseren Vorfahren, also sagen wir Kelten und so weiter, gab es kein Eigentum. Man war Teil der Natur. Man hat mit der Mutter Gott zusammengelebt und keiner hat ein Grundstück gehört. Man hat Häuser gebaut, aber ohne Grundstücke. Man hat zusammengelebt. Und die katholische Kirche zusammen mit den Griechen, sagen wir mal so, oder von mir aus Oströmern, als sie kamen, haben diese ganze Gesellschaftsstruktur praktisch umgedreht. Es gab mit einmal Eigentum. Die Kirche hat sich auch viel Eigentum in der Art und Weise angeeignet. Und da wurde Reichtum geschaffen. Die ganze Struktur, also die ganze, wie soll ich sagen, das ganze Gerüst des Zusammenlebens und so, das wurde quasi geändert. Das steckt dahinter. Da ist das ein Ziel und das hat man auch durchgezogen. Und sind in dem Zeitraum dann auch, sag ich mal, die offiziellen Landesgrenzen und so weiter entstanden, einfach auch wieder als, sag ich mal. Die Landesgrenzen sind ja viel später entstanden. Ne? Wenn Sie mal reingucken, wann ist Italien entstanden? Italien ist keine 200 Jahre.
Italien ist keine 200 Jahre alt. Wenn Sie sehen, wie alt ist Deutschland, müsste ich jetzt wirklich lügen, wann haben wir das Deutschland gegründet erstmalig? Und wir reden hier über kleine Zeiträume. Also ich habe ja schon gesagt, unter Bismarck ist die nachher die Reichseinigung hier gekommen. Wir reden über relativ kleine Zeiträume. Also vor 500 Jahren wusste keiner, dass es Frankreich, England oder sonst was gegeben hat. In dem Sinne, also Großbritannien oder so, sag mal, das ist erst später alles gemacht worden. Früher gab es die Waliser, Wales, dann gab es die Schotten, da waren alles nur kleinere Sachen. Aber so ein übergreifendes England oder so ist danach erst gegründet worden. Die umfasst ja mehrere Teilgebiete, sag ich jetzt mal. Also, das ist auch, da gibt es auch so verschiedene Sachen, auch, sagen wir mal, die irischen Mönche sind mit dem Krumpf da abgelaufen schon. Dann haben die gesagt, das haben die von der katholischen Kirche bekommen. Dabei ist nachgewiesen, dass das schon vor der katholischen Kirche alles in Gebrauch war. Es ist ein interessantes Feld, wenn man sich da ganz genau mit beschäftigt. Das heißt, unsere Vergangenheit ist anders abgelaufen, sondern als die Römer die katholische Kirche nach Rom kam mit den Griechen, denn mit einmal ist alles plötzlich im gleißenden Licht entstanden und vorher haben wir zwar Geschichte gehabt, aber nicht so, wie wir das heutzutage irgendwo lesen können. Also ist dann auch im Zuge der, sag ich mal, Urkundenfälschung und also, Sie haben vorher gesagt, Latein wurde kreiert, sind dann Ja. auch, sag ich mal, die heutigen Landessprachen in dem Sinne auch ein Kunstprodukt, also kreiert Ja. worden, gibt es da Vorhin das auch dokumentiert. Also es gibt die Sprachen wurden ein bisschen abgewandelt und nach einem bestimmten Muster, das man auch kennt, wurden die Sprachen neu entstanden. Ich sage ja, das Hochdeutsche soll ja denn auch ein Mönch erfunden haben. Da kann man ein Fragezeichen stellen, aber allein, dass man schon zugibt, dass es einer gemacht hat, ist ja schon sagen genug. Man brauchte zu den neuen starken Gründungen dann irgendwo, die auch kamen, Frankreich und so weiter, brauchte man natürlich auch Sprachen. Und die sind dann auch synthetisch da praktisch gemacht worden und gelehrt worden. Und darunter gab es eben die normale Ursprache der Bevölkerung, die Mundarten, wie man so sagt. Aber darauf wurde eine Kunstsprache gelegt, die nach bestimmten Mustern ist und sich deswegen auch ähnelt. Also ich sag mal, wenn ich an meinen Opa denke, der hat in Pommern gelebt, der sagte jetzt zu seiner Pfeife immer, als ich klein war, Piepe. Piepe, wo sagt er? So, Piepe zu der Pfeife. So, und dann hatte ich Englischunterricht. Ja, immer hieß es Pipe und das wird Piepe geschrieben. Dann denke ich, was ist denn jetzt? Aber davon könnte man Bücher schreiben oder im Kolumbusbuch habe ich dann auch ausgeführt, dass das nicht nur auf Europa beschränkt war, sondern auch auf Amerika, weil natürlich hier auch ein großer Klimawandel stattgefunden hat. Und beispielsweise, wenn man heute sagt Grönland, dann haben die Wikinger da gelebt mit 100 Kühen im Stall. Die müssen mal für 5 Monate Futter gehabt haben. Das heißt, Grönland heißt Grünland. Man glaubt heute, das wäre ein Werbespruch von Erik dem Roten gewesen, aber es war grün. Man hat Ausgrabungen gemacht, man hat Weizen da gefunden und wenn man auf Weizen in Grönland anbauen, ist heute ein Unding, da müssen sie vielleicht 2 Grad mehr haben. Und auch in Schottland wurde Weizen angebaut zur selben Zeit und Norwegen, heute nicht möglich. Zur selben Zeit gab es in England 8 Weinberge, heutzutage nicht möglich. Wir brauchen 2 Grad mehr. Das nur zum Klimawandel. Ja, der UN-Rat hier, der IPCC, die haben diese Kurve gefälscht. Dieses Hoch damals, die sogenannte mittelalterliche Wärmeperiode, als die Wikinger da auf Grönland und so weiter waren, ist rausgenommen worden. Die ist glatt und geht heute hoch. Dann sagen sie, das Menschen gemacht. Aber dieses Hoch damals existierte. In alten, früherer Untersuchungen war die drin, aber man hat die in den letzten, weiß ich nicht, 20, 30 Jahren, hat man diese rausgenommen. Und die sind heute nicht mehr da. Aber nachweislich hat es Weizen auf Grönland gegeben, 100 Kühe im Stall. Das ist alles heute nicht möglich. Man müsste dafür Vorräte haben. So, und dann kam wirklich das Eis auf Grönland, nur als Beispiel. Und es sind archäologische Ausgrabungen gewesen. Wir haben nachgewiesen, amerikanische und norwegische Archäologen, dass das Eis langsam auf die Farmen zukam. Und die haben in aller Ruhe gepackt und sind weggezogen. Meines Erachtens nach Amerika. Ich habe das in Amerika verfolgt. Die Wikinger und auch Runensprache, da gibt es viele Steine in der Natur, da sind Runen drauf. Die ich zum Teil besucht habe, oder in Maine irgendwo, hat man Wikinger-Pfennig in den
beim Holz irgendwo der einheimischen Indianer gefunden. Da gibt es tausend, in Anführungsstrichen tausend Artefakte und Funde, die beweisen, dass auch die Wikinger schon da waren. Oder ich war bei den Mayas in Tulum. Einziges Ding am Meer ist, und heute weiß man, das hat damals nicht am Meer gelegen, weil man unter Wasser auch noch Bauwerke der Mayas gefunden hat, also das abgesenkte Wasserspiegel, den ich eben schon erwähnt hatte. Und dann habe ich darauf dokumentiert in meinem Buch das Bild einer richtigen Milchkuh. Und diese Milchkuh hat es in Amerika nicht gegeben. Also die haben die Wikinger und schon andere vor denen dort mit hingebracht. Denn keiner weiß, dass die Wikinger nicht nur einfache Boote hatten, also einstöckige Boote, sondern ich habe von Smithsonian Institution auch so ein Buch über Wikinger, da sind eingezeichnet doppelstöckige Boote. Das waren nicht nur, das waren nicht, die waren auch Krieger, aber im Grunde waren es Bauern, sage ich jetzt mal so eigentlich. Die konnten zwar kämpfen, aber es waren Bauern. Und die haben auf einer Etage haben die Kühe gehabt und auf der anderen Etage haben die Leute gehabt und sind dann in andere Länder gefahren. Das ist auch dokumentiert. Und sie sind sicherlich auch da unten schon gewesen. Und genauso wie ich meine, zu der Zeit gab es kein Eis. Wir können heute wieder mit den Kreuzfahrtschiffen an Grönland vorbei, Labrador vorbei, in die Beringstraße runterfahren, demnächst oder zeitweise jetzt schon. Das konnten schon die Wikinger. Die sind auf der anderen Seite runtergefahren, da habe ich viele Beweise für vorgelegt. Die sind bis zu den Inkas gekommen, eine ganz, ganz tolle Geschichte. Und wenn man zum Beispiel Inka-Namen, alte Inka-Namen, antiker Städte, mit dem althochdeutschen Wörterbuch in Silben zerlegt, kommen deinen Sinn raus. Das können sie auch mit Altjapanisch machen. Ist eigentlich unglaublich. Man glaubt auch zum Beispiel Latein, Installation ist ein lateinisches Wort. Aber man kann es im althochdeutschen Wörterbuch in Silben zerlegen, in Style und dann Tion. Und dann heißt das, wenn man ein althochdeutsches Wörterbuch reinlegt, an die Stelle setzen oder so. So, das heißt genau das, den Sinn, nämlich aus Installation, eigentlich ein typisches lateinisches Wort, kann ich begründen mit dem Althochdeutschen. Und das kann man auch bei der Inka-Sprache machen, das kann man auch bei den Mayas machen. Man muss eins bedenken, die Urbevölkerung dieser Völker ist asiatisch, sage ich jetzt mal so. Das führt kein Weg dran vorbei. Aber es hat eine Herrscherkaste oben drauf gegeben. Die haben es nachgewiesen, auch wissenschaftlich, die haben ihre eigene Sprache gehabt. Und die haben sich in einer anderen Sprache unterhalten. Also die Inkas, die letzten Inkas haben ja nur ein paar Herrscherdynastien überhaupt gelebt. Die waren gar nicht so lange an der Macht. Davor waren noch andere Inkas Herrscher. Da waren zwei unterschiedliche Systeme, worüber ich jetzt nicht eingehen will, aber worauf ich nicht eingehen will. Aber darüber, es hat ein Herrschersystem umgegeben. Und deswegen kann man auch vielleicht so einen Namen mit dem althochdeutschen Wörterbuch silbenmäßig übersetzen. Das ist eigentlich unglaublich, kaum einer weiß das, aber das sind ganz interessante Fakten. Und da gibt es viele Funde in Südamerika, in Mittelamerika, die von den Wikingern, aber auch schon von der Einwanderungswelle vorher praktisch herstammen. Wie gesagt, die ganze Bevölkerung ist asiatisch, aber es hat da mal so eine Welle gegeben und der Klimawandel zum Beispiel in Grönland hat die Wikinger nach Amerika verschlagen. Wird heute nicht bestritten, da in Neufundland hat man eine Siedlung ausgegraben. Hat man noch zu meiner Jugendzeit energisch bestritten. Und es gibt alte Karten, die zeigen eindeutig Grönland eisfrei. Und das war nicht irgendwann, sondern sie sind nur ein paar hundert Jahre alt. Also zur Zeit der Wikinger war Grönland eisfrei. Das ist sogar auf alten authentischen Karten dokumentiert. Und der Charles Hapgood, der war ein Fachmann für Karten und so weiter, gestorben in Amerika, der hat gesagt, die Genauigkeit dieser Karten ist unglaublich. Und genauso gibt es von Menschen gemachte Karten der Antarktis. Da ist ja heute Eis, das ewige Eis seit 30 Millionen Jahren. Aber es gibt Karten, die zeigen die Umrisse des Kontinents darunter. Die sind nicht uralt. Also müssen Menschen die kartografiert haben. Und dann hat man erst bis zum Jahr 1958, glaube ich, war das geophysikalische Jahr, wenn mich nicht vertue, hat man geglaubt, da ist kein Eis drunter in der Antarktis. Warum? In der Arktis oben, im Norden, ist kein Eis, ist kein Land darunter. Ich wollte nicht sagen, man meinte kein Land darunter, dem Eis. Das hat man bis 1958, glaube ich, auch vom Südpol gedacht. Und dann hat man mit Satellitenmessungen gemacht, und ach, da ist hier Land drunter. Und dann hat man festgestellt, auch dieser Charles Hapgood an der Uni, dass die Massen oder die Umrisse, die da eingezeichnet waren, praktisch den wirklichen bis auf geringe
Abweichungen entsprechen. Wir hatten das vermessen, wenn das 30 Millionen unter Millionen Jahre. Also die Völker waren schon weltweit aktiv und unterwegs und haben schon einen hohen Kenntnisstand gehabt. Also ich habe Vermessungswesen studiert, aber ich wüsste nicht, wie ich mit einfachen Mitteln irgendwie sowas vermessen soll. Also da ist irgendwas passiert, auch mit der Klimatik, und das ist noch gar nicht so lange her, was wir eigentlich kaum glauben. Ne? Denn so Eisbären wird es auch noch nicht so lange geben. Die haben sich irgendwann aus Braunbein entwickelt, aufgrund der ganzen Geschichte. Aber die ganze Kulturgeschichte sieht vielleicht ein bisschen anders aus, oder die Entwicklungsgeschichte, als man so bis jetzt landläufig glaubt. Ja, da hat es einige Hämmer jetzt hier drin, ja. Ich habe mal so ganz kurz nur so einen Überblick gegeben. Wie das so abgelaufen sein kann. Ne? Und wie gesagt, das ist in meinem Buch Columbus Commas Letzter, ist das eigentlich auch alles mit Fundstellen und Literaturhinweisen auch alles belegt, sage ich mal so. Also es sind keine Erfindungen oder Spinnereien oder so. Ja, also ich meine, das Buch, das werden wir natürlich verlinken auch zu dem Gespräch, dass jeder weiter weiter informieren kann. Eine Frage, die ich noch habe, um das Jahr 1350, da hat es ja auf der einen Seite die Pest gehabt, also gemäß Geschichte, glaube ich. Also vermutlich vielleicht davor oder in dem Zusammenhang auch eine Naturkatastrophe mit dem, unter Umständen recht deutlichen Bevölkerungsrückgang. Haben Sie da auch noch ein paar Erkenntnisse dazu oder Recherchen oder Ergebnisse? Oder, die Pest war ja so 1300, weiß ich, 46 bis 50 oder so, in der knapp von 1400. Ist ein Drittel der Bevölkerung in Europa praktisch denen zum Opfer gefallen. Und zur selben Zeit oder kurz vorher, 1350, so in der Größenordnung, gab es riesige Sturmfluten an der Nordseeküste. Also das war ein ganz großer gewaltiger Umbruch. Zu der Zeit, als die Papstkirche dann nach Rom zog, war nicht nur in Rom wenig Bevölkerung, sondern in ganz Mitteleuropa war relativ wenig Bevölkerung. Und man hat auch gar nicht mehr das Verständnis für die Vergangenheit gehabt, weil es lag in Mitteleuropa oder bei uns ja, wo die alten Kulturen waren, es lag alles sozusagen in Brüchen und ist verwüstet, umgeschichtet worden. Also, es war sicherlich ein Trauma. Und aus diesem Trauma heraus hat man praktisch dann eine neue Sache entwickelt. Das kommt, wie Sie schon richtig sagten, diese Pest war Phase, die spielt da mit rein, ja. Auf jeden Fall. Und dann, das fand ich noch, dass dann also wirklich auch dann eben Arbeitskraftmangel herrschte, ja, und die Kirche eigentlich dafür gesorgt hat, dass dann, also, dass eigentlich daraus dann auch so, weiß nicht, sich die Inquisition, Hexenverbrennung oder Hexenverfolgung. Ja, die kommt so, auch noch, ja. Also auch in dem Zusammenhang, dass eben, da korrigieren Sie mich, wenn ich da das irgendwie in den falschen Zusammenhang bringe, aber dass eben so Hexen eigentlich so die weisen Frauen waren, die auch so sich mit Verhütung und irgendwelchen, so Kräuter, ich weiß nicht, so Naturheilkunde auskannten. Das stimmt eigentlich in dem Zusammenhang, oder? Weil dann eigentlich Verhütung eigentlich, der Arbeitskräfteproduktion widersteht, oder? Dass eigentlich in dem Zusammenhang eben auch dann, sag ich mal, die Hexe als das Bild, das wir vielleicht heute noch kennen, oder kennen, auch Hexe, irgendwie so ein was Böses, ja, oder Schlimmes, dass das eigentlich in dem Zusammenhang entstanden ist, um dann gegen diese Person vorgehen zu können, ja. Und so dafür zu sorgen, dass eben nicht verhütet wird, zum Beispiel. Ja. Sie haben genau recht, das war auch, deswegen gibt es ja auch, ist die Kirche auch gegen die Abtreibung und so weiter. Da haben Sie genau recht, die Hexen, die sogenannten Hexen, die weisen Frauen waren bei den alten Kulturen, die haben das alles gekonnt, die hatten auch Kräutermischungen und da hat man nachher auch Kräuterweiblein zugesagt, die hatten auch andere Sachen, Empfängnisverhütung, die konnten relativ viel, sagen wir mal, und die gehörten zu der alten Bevölkerung und ist von der Papstkirche, sind die da verfolgt worden. Das ist genau richtig. Das hat den ihren Überzeugungen oder den ihren Zielen nicht entsprochen. Und dann wurde das auch so gemacht, ja.
Wo sah ich dann in der Zeit eigentlich so wirklich so ein neues Weltbild eingepflanzt wurde, sodass die alten Wissensträger wie, weiß nicht, Druiden Ja. oder Hexen oder die irgendwo, weiß nicht, vielleicht die Ja, ich, Weisen dieser Zeit war, dass die dann eigentlich so, ja. Ja. ja, also entfernt oder also Ja, da haben Sie verfolgt genau wurden, recht. ja, um eigentlich genau dann das neue, vielleicht auch Geschichtsbild, so Menschenbild einzupflanzen, ja, dann, und das alte Wissen, die alten Wurzeln so Genau. lösen, oder? Ganz genau. So ist das auch gewesen. Die haben, die Druiden waren ja auch die Weisen von früher, sagen wir mal, die auch großes Wissen hatten, und die wurden eigentlich, und die Kräuterweiber beziehungsweise die Weisen Frauen, die wurden ausgerottet. Das ist ganz klar. Entsprach nicht, das konnten die nicht brauchen. Und da ist eine Systematik hinter, auch für die neue Weltordnung, die oder Gesellschaftsordnung, die da eingeführt worden ist. Das ist ein ganz klares Ziel gewesen. Und da haben Sie vollkommen recht, ja. Also, und Sie müssen auch eins bedenken, die katholische Kirche, dann sind wir heute irgendwo Regensburger Dom, ne? Wenn ich am Regensburger Dom bin, und sagen, ja, ist alles heute katholische Kirche. Die katholische Kirche hat hier keine einzige Kirche, glaube ich, gebaut. Ja, das hat immer Privatleute gebaut, ne? Das Kapitel, also immer haben sich Leute zusammengetan, aus der Bürgerschaft haben eine Kirche gebaut. Und wissen, wer da begleitend war? Nicht katholische Kirche, sondern die iroschottischen Mönche. Die waren da und haben diesen Bau in kirchlicher Art und Weise und auch vom Bauen her unterstützt und waren da. Wenn zum Beispiel in Regensburg bin ich gewesen, dann geht man mal nicht rein, sondern wenn man vom Eingang steht, waren die links. Da sind so aus Stein so eine Boote und da drauf steht ein Mönch mit dem Stab und ein irischer Mönch. Die sind da abgebildet. Und die haben damals bei dem Bau der Kirchen sozusagen geholfen, auch mit dem christlichen Glauben und so weiter. Das waren Bettelmönche, die haben kein Geld gekriegt. Das war alles andere Das hat als eine gar nichts mit der katholische Kirche. katholischen Kirche zu tun. Nichts zu tun. Und die haben auch kein Geld gekriegt. Das waren wirklich, das dokumentiert, Bettelmönche, die sind bettelnd durch die Gegend gezogen. Aber wenn wir in den Kirchen können, Sie sehen, dass die da mitgewirkt haben bei den großen Kathedralen und so weiter. Und nicht die katholische Kirche. Die hat sich das nachher, irgendwie nachher erst später, ich sag mal einfach. Dass die Ja, aus bei dem, weil es ja privat gebaut worden ist und dann irgendwann ist das auf die Kirchen übergegangen, sage ich Also jetzt dass mal so. die Ne? Und, ja. Inquisition ist also wirklich Ja. strategisches Mittel zur Ja. Landgewinnung oder Umverteilung Land und Boden oder so Ja, war, ja. Also das. und Geld, Vermögensbeschaffung, ne? Das ist einfach so. Die Kirche ist ja nicht umsonst so reich. Ne? Wobei man immer Dass sagen dann muss, die, also ich habe das ja, nur ein bisschen nachgelesen, dass die, also die Personen oder Menschen, die dann jemand der Inquisition, also wie sagt man das? Also die dann jemanden beschuldigt haben oder Beweise gefunden haben für also das Unrecht, das jemand da begangen hat, dass die eigentlich dann mit einem Anteil an dessen Land belohnt wurden, ja? Also diese ganz auf interessante jeden Fall. Ja, ja, Incentivierung, ja? ja. Wo man, Das ja. ist, wenn das ist eine Systematik. Also das entspricht, wie ich sagte, neue Gesellschaftsordnung zu machen, erst einmal Eigentum einzuführen. Das hat es früher in dieser Art und Weise nicht gegeben. Und da waren natürlich diese alten, weisen Leute und weiß ich, die im Weg. Und die danach, wie Sie schon sagten, wurden die Leute enteignet und dann hat man da das Vermögen da der Kirche in die Kirche einverleibt. Das ist ein klares Ziel gewesen. Genau, was halten Sie von der These, dass sozusagen die katholische Kirche ja den Templerorden verboten hat und sich eigentlich dessen Infrastruktur bedient hat? Oder, Ja, die Templer ist eigentlich die ein dahinter tolles, hinter ein der toll. Infrastruktur sozusagen, also auch diese ganzen Bauten mit Ja. irgendwo eigentlich Die erstellt Templer haben? waren die Templer waren der Kirche und auch den neu gegründeten, zum Beispiel damals französischen Königin oder so, die waren Dorn im Auge. Weil die Templer kommen ja, das weiß auch keiner, kommt einer aus demselben Gebiet, wo die Normannen gelebt hatten, wo die zu Hause waren. Aus dem Gebiet sind eigentlich die Templer, stammen die Templer. Also das heißt, die haben eigentlich dieses normannische Wissen schon gehabt. Und deswegen waren die auch eine große Seefahrtsnation. Die haben das also von den so gesehen Normannen
wie auch immer, einfach weitergeführt. Und die haben schon ein System, die haben wir früher so, die hatten das ganze Geldsystem unter sich. Also die Papstkirche oder die Könige hatten eigentlich relativ wenig zu sagen. Die waren die Geldgeber. Und die haben auch so Bauten finanziert. Die hatten auch ein System, damals schon, wie so ein Schecksystem. Also die gab es überall, gab es diese ganzen Templer, Bauten, sagen wir mal so, wie sagt man dazu, und überall gab es Filialen. Und wenn sie jetzt Geld transportieren wollten, ist egal, von wo nach wo, von Paris nach, von mir aus München oder so, dann ist ein Problem, wenn sie da mit dem Pferdewagen oder was ich mit Geld oder mit Vermögen da rummacht. Dann haben die damals schon das System gehabt, dann konnten sie das zum Beispiel jetzt beim Beispiel Paris einzahlen, dann kriegst du ein Schriftstück und dann konnten sie das in München vorlegen und kriegten da das Geld ausgezahlt. Also so wie so ein Wire-Transfer, also drahtlos. Man hat natürlich nichts verschickt, sondern die hatten alle Geld und die haben das untereinander gemacht. Die waren schon so weit, die Templer, die waren weit ihrer Zeit damals, weit voraus, da gibt es Geschichten hin und her. Die wurden aus diesem Grund zerschlagen, das war eine Gesellschaft, sage ich jetzt mal so, irgendwie, die hatten viel Geld und die hatten so viel Macht und diese Macht durfte nicht geteilt werden. Deswegen wurden die zerschlagen in Frankreich. Danach sind die Templer nach Das war auch um das Jahr 1300 irgend so, oder? Ja, also Portugal gegangen. Und dann deswegen sind die mit einmal die Portugiesen, weiß man ja nie, sonst nicht warum, sind mit einmal zu einer Seefahrtnation hochgeschnellt. Und zwar als die Templer von Frankreich nach Portugal gingen, die haben wir dann in der Fahne dieses kleine Templerkreuz drin gehabt. Und dann sind die Welt mit einmal die Portugiesen weltweit rumgefahren. Das war vorher gar nicht der Fall. Genauso ein paar Schiffe sind dann nach Schottland oben. Und es gibt eben Geschichten, die sagen von früher, ich hab mir das angeguckt, da sind die ganzen Templerkreuze in Schottland oben. Das haben wir auch mal ein Templerheer, das auch dokumentiert. Da kämpften mal die Schotten gegen die Engländer und waren am Verlieren oder verloren so quasi. Und mit einmal kam ein ganzer Reitertross Templer an und hat den Schotten zum Sieg verholfen. Das ist dokumentiert in der Geschichte. Und die hatten Schiffe. Und ich habe mir das in Nordamerika da vor Ort angeguckt. Schon die Basken damals sind nach Amerika gefahren, schon lange vor Kolumbus. Und auch die Templer sind schon da oben gewesen. Ich habe auch in Indien Kirchen mit Templerkreuzen, alte Kirchen, mal fotografiert. Und die sind auch schon definitiv in Nordamerika gewesen. Es gibt sogar Geschichten, dass Kolumbus angeblich nach Nordamerika von da aus da auch irgendwann mal mit rübergefahren ist. Erzählt man mal schon mal oder kann man schon mal lesen. Beweise habe ich dafür nicht gefunden, aber nicht unmöglich. Ja. Ich will mal zur Ehrenrettung von Kolumbus sagen, Kolumbus hat ja nun Amerika entdeckt und die haben immer gesagt, man sagt immer, der wollte nach Indien. Das stimmt nicht in dem Sinne, sondern Amerika hieß auf alten Karten früher Hinterindien. Wenn Sie also ganz alte Karten sehen, ist das als Hinterindien und ist über die Beringstraße oben als Landteil verbunden. Also damals gab es die Beringstraße als Wasser noch gar nicht. Die ganzen Wasserspiegel waren wesentlich geringer als heute. Und es war ein Zusammenhang, deswegen sind auch die Asiaten problemlos über diese Brücke gekommen, über die Landbrücke gekommen. Und deswegen nannte man das Hinterindien. So gesehen, wenn ich das jetzt mal interpretiere, dann ist Kolumbus tatsächlich in Indien gelandet, nicht auf der indischen Halbinsel, was man so glaubt, sondern er stand früher hinter Indien da. Ostindien, ja. Hat also praktisch sein Ziel mit hinter Indien erreicht. Also könnte man vielleicht interpretieren. Also, aber die ganze Seefahrt war vorher schon ganz groß. Wie ich schon sagte, die Etrusker und so weiter, die hatten große Schiffe. Das ist auch zum Beispiel eine Sache, ich weiß gar nicht, so irgendwann vor Christi Geburt sollen die Römer mit den Phöniziern einen Vertrag gemacht haben über irgendwelche Flottenbegrenzungen oder irgendwas und haben so einen Vertrag gemacht. Die Römer haben zu dem Zeitpunkt noch gar keine Schiffe besessen und haben angeblich so einen Vertrag gemacht. Wieso, wenn ich die Macht nicht habe auf dem Meer? Und dann haben die nach punischer, also phönizischer Grundlage angeblich die Schiffe gebaut. Die sind gebaut worden wie phönizisch-punische Schiffe. Und dann frage ich jetzt mal, wenn ich jetzt eins am Meeresgrund finde,
Woher weiß ich, dass das phönizisch oder punisch ist? Oder ein Nachbau, ein römischer Nachbau? Woher weiß ich das? Kann ich gar nicht wissen, sage ich jetzt mal so. Weil es gibt nichts Original Römisches, wie ich vorhin schon sagte. Ne? Weder Sprachstil, noch in der Schifffahrt, noch sonst wo. Und die Straßen sind nicht römisch. Es ist alles ein bisschen fraglich. Aber danach kamen irgendwann wirklich die Tempelritter und die waren fortschrittlich. Die waren praktisch überregional weit unterwegs. Ja. Die waren super, waren die damals sogar schon ihrer Zeit voraus. Muss man sagen. Ja, also Herr Zilmer, ich möchte mich ganz herzlich bedanken. Ich glaube, da gäbe es noch unglaublich viel weiteres zu besprechen. Aber ich würde vorschlagen, wir machen, ich glaube, wir, ich weiß gar nicht, wie lange wir schon reden, aber ich glaube schon fast 2 Stunden. Ich glaube, 17 Uhr ist jetzt gerade. Ja, ein bisschen Unterbrechung hat man dabei. Ja, ja, okay. Also ich, genau, also ich. Also ganz herzlichen Dank, also wirklich sehr, sehr spannend, ja, und das ja, macht auf jeden Fall Lust, ja, dann noch, also sich weiter zu informieren und noch weiter damit zu beschäftigen. Das sind ja natürlich ganz, ganz, ganz andere Blickwinkel, oder? Wie das, was also zum Beispiel ich in der Schule gelernt habe. Also was ich auf jeden Fall mache, ich verlinke natürlich Ihre Internetseite und auch ja, Ihre Bücher zu dem Gespräch, damit da jeder ja eben noch weiter stöbern kann. Haben Sie noch ein letztes Wort oder etwas, was Ihnen jetzt noch aus dem Herzen liegt oder so, oder was Ihnen gerade noch im Kopf Ja, ich sag mal so, ich kenne die Wahrheit auch nicht. Nicht alles ist ein, es geht, ist ja klar, wenn man jetzt auch irgendwo, ich bin da auch für bekannt, irgendwo zu sagen, ja, das stimmt vielleicht alles so gar nicht, dann muss man in einem anderen Zusammenhang sehen, wobei ich immer die wissenschaftliche Untersuchung eigentlich anerkenne. Bloß die werden immer auf ein falsches Fundament gesetzt. Und wenn ich irgendwas Richtiges habe, als Untersuchung, und gebe da die falschen Voraussetzungen, kommt auch ein falsches Ergebnis oben raus. Wenn man das wissenschaftliche Untersuchung nimmt, die wissenschaftliche Untersuchung nimmt und auf ein anderes Fundament, Gedankenfundament zum Beispiel setzt, Voraussetzung, egal wie, kommt auch nachher ein anderes Ergebnis oben raus mit derselben Untersuchung, die ich da nicht anzweifle. Und das mache ich eigentlich immer. Und ich habe jetzt mal für manche bestimmt wird er jetzt ein paar graue Haare oder kriegt er, weil irgendwo scheinbar gar nicht stimmt. Aber ich habe das nur anreißen können. Und wie gesagt, dem Kolumbus Kammersetzer ist das auch näher befasst. Und wenn man erstmal in die Details reingeht und sich selber neutral irgendwo damit beschäftigt, dann wird man sehen, dass da das unsere Geschichte so nicht abgelaufen sein kann. Und wir eine Urbevölkerung hatten, die hochintelligent waren. Und wie ich mit den Halsschattwagen schon gesagt habe, oder wenn man da sieht, welche Schwerter die gehabt haben oder feiner arbeiten und so. Also ich wehre mich dagegen, dass wir die Barbaren waren und die Römer, die hochentwickelte. Und ich habe viele Leser, die mir geschrieben haben, dann, seitdem wir ihr Buch gelesen haben, fühle ich mich nicht mehr so ehrfürchtig, wenn ich noch rumkomme, sondern das auf gleichem Niveau. Das fand ich ja auch schon immer sehr schön. Ja. Und so, meine Sache soll eigentlich nur sein, dass man sich da auch vielleicht mal selber mit mal auseinandersetzt und auch mal vielleicht nicht nur sich anhört, was einer sagt, sondern auch vielleicht mal darüber nachdenkt. Und zwar logisch ein bisschen sagen, ja, vielleicht ist es doch ein bisschen anders, als immer vor 50 Jahren oder wann auch immer erzählt wurde. Es war schwer, dann Wandel beizuführen, aber ich glaube, wir sind da schon auf dem Weg, weil es inzwischen auch bei Wikipedia oder wenn man da auch nur reinguckt oder in anderen Sachen, ein Umdenkungsprozess so langsam kommt, auch mit den Urkunden, mit anderen Sachen. Es wird auch mit der Völkerwandlung, Völkergemische oder Substrat und Substrate und so weiter. Es ist vielleicht muss man das alles doch ein bisschen relativieren. Aber ich freue mich, wenn jemand da entsprechend, sagen wir mal, den Ansporn kriegt, sich damit wirklich ein bisschen kritischer auseinanderzusetzen. Ja, sind ja unsere Wurzeln, ja, in dem Sinne. Ja, das macht wirklich Spaß, da zu forschen. Also ich bedanke mich nochmal ganz herzlich. Ich danke auch. Ja, und natürlich auch an euch, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Also herzlichen Dank fürs Dabeisein, fürs Neugierigsein und freue mich aufs nächste Mal.